Aufklärung abgeschlossen. Unser Feinde bestätigt. Was geht ab, ihr geilen Glubschis? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Infinite Warfare Beta. Ich bin hier unterwegs. Diesmal spiele ich Überlicht, den habe ich gerade freigeschaltet. Was der so kann, das werde ich euch gleich erzählen. Ich habe eine Pistole, also meine Ulti ist eine Pistole. Damit kann ich andere direkt einäschern. Und ich kann, wenn ich Leute kill, lasse ich solche Ladungspakete fallen, die mein Team aufsammeln kann. Und das hilft ihnen halt schneller an deren Ulti zu kommen. Also so ein bisschen Supporter-mäßig die Fähigkeit. So, wollen wir hier mal rein. Ich spiele auch die neue Map Precinct. Ich weiß nicht, ob das so richtig ausgesprochen ist, aber ich würde diese aussprechen. Precinct, die neue Map. Wir spielen auch Team Deathmatch. Alles wurde gestern Abend bzw. Nacht noch reingepatcht. Da wollte ich dann mal direkt reingucken hier. Und bis jetzt muss ich sagen, ja, also sie spielt in Japan, das in Japan, nicht in Japan, sondern in Japan. Also sie spielt in Japan und ja, er campt da hinter der Kiste, Alter. Ich baller da zu seiner Eingeweide. Ah, schade. Weiß nicht, geht das? Kann man da oben mal hoch? Wahrscheinlich nicht, wa? Wäre aber cool. Achso, okay. Das sah gerade aus wie ein Gegner. So, ich spiele wieder mit meiner Lieblingswaffe, die NV4. Die ist halt präzise und sieht geil aus und kann einfach alles. Also ich finde die halt richtig geil. So, erstmal so eine Springspinne losschicken. Oh, oh fuck! Alter, was hat die für ein Explosionsradius? Okay. Also es ist halt eine Granate, wenn ich die losschicke, dann oh Gott, war das schlecht geschossen. Oh, nice, man kann hier rein. Die krabbelt halt dahin, wo ein Gegner ist und geht da dann in die Luft. Also, scheiße. So eine kleine Sucherdrohne. Kann man da ran? Jawulski. Kann man da auch ran? Ne. Ne, schade. So, dann wollen wir mal hier rein. Also bis jetzt sieht die Map ganz cool aus, finde ich. Also ich habe jetzt zwar nicht so viel Zeit gehabt, die anzugucken, weil man halt im Gefecht ist die ganze Zeit, aber mir ist auch aufgefallen, dass die Karma, also der Vektorverschnitt, ziemlich problematisch ist, weil man da zwei Magazine hat, die jeweils 21 Schuss fassen. Da hast du natürlich 42 Schuss, das ist gut. Aber wenn du 22 Kugeln verschossen hast, musst du zwei Magazine quasi nachladen. Das ist, ja, eher weniger gut, denn das dauert länger. So, erstmal von hinten weg. Nein! Und dann steht er da in der Ecke. So, erstmal eine Spinne losschicken und ich gehe mal hier hin. Ja, da kommen sie nämlich. Na! Da kamen sie mit zu vielen an. Kann man da oben rein? Jawohl! Nice! Ich sehe schon. Schöner Ort für Sniper hier. Alter, was ist das denn für eine Drohne? Und wo geht's hier hin? Nein! Lol, was macht der da, Alter? Okay, hier ist eine Tankstelle. Ja, schönes Auto. Oh, das ist ein Gegner. Scheiße. Man bekommt auch immer, wenn man sich täglich einloggt in die Beta. Also gestern und heute. Morgen ist ja auch noch möglich. Morgen werde ich das aber leider nicht hinkriegen, weil ich morgen nicht zu Hause bin. Deswegen muss ich ein bisschen im Voraus aufnehmen, damit ihr was zur Verfügung habt. Scheiße. Bekommt man solche kleinen Boni, also diese Schrottteile, mit denen man Sachen craften kann. Mit denen man halt die, Dingens craften kann hier. Wie heißen die nochmal? Die Waffenversion. Die unterschiedlichen. Und auch Schlüssel. Also ich hatte jetzt, glaube ich, 60 Schlüssel bekommen oder so. Für zwei Kisten hat das gereicht. 21 habe ich mir schon erspielt. Also da kann man dann auch noch schön was kriegen. Habe ich auch schon geöffnet, aber ja.
war jetzt nicht so der Shit drin. Meine Visitenkarte, eine legendäre und noch andere, aber halt nicht wirklich was Gutes. Was ist denn mit ihm, Alter? Er ist ein Hund. Okay, ihr habt gerade die Waffe gesehen zum ersten Mal. Bam. Ah, schade. Die erinnert mich ein bisschen an, wie hieß sie nochmal? Den Nihil. Alter. Da habe ich das Schild aber in die Fresse gekriegt. Was ist das? Achso, lol. Ich dachte, das wäre was Spezielles, was fallen gelassen wurde. Von einem Gegner oder so. An den Annihilator erinnert mich das ein bisschen. Von Seraph in Black Ops 3. So, scheiß drauf, dass hinter mir Gegner ist. Ah, fuck. Alter, da kommen sie zu viert an von der Seite. Nein! Spinne. Wo sind die denn hin? Da ist einer. Ja, die ersten Schuss waren auf jeden Fall sehr präzise. Abschuss bestätigt. Der Feind Abschuss bestätigt. Jo. Eieieiei. Nein! Ach komm. Das wäre meine 3er-Killstreak gewesen. Ich bin auf jeden Fall noch nicht so gut hier drin wie im Black Ops 3. Aber ich denke, das wird kommen. Wobei es in Black Ops 3 anfangs anders war. Da war ich in der Beta richtig gut. Und dann wurde ich schlechter. Beziehungsweise das lag daran, denke ich, weil da halt das alles mit Scuff losging. Man konnte jetzt halt an Wänden rumspringen und alles. Da hatte sich dann viele einen Scuff zugelegt und da hast du halt echt keine Schnitte als normaler gegen. Wenn du mit einem normalen Controller spielst. Weil du halt damit springen und... LOL! Wie sie ihm hinterher gelaufen ist. Weil du damit halt springen und schießen kannst und... Ist schon nice. Und dann hatte ich mir auch einen Scuff zugelegt und dann ging es mit mir auch bergauf. Da konnte ich dann auch wieder mithalten. Scheiße. Und hier muss ich einfach ein bisschen reinkommen. Ich meine, ich bin ja nicht schlecht, aber ich bin von mir selbst schon Besseres gewohnt. Besseres Gameplay. So, den habe ich. Jawohl, da ist die 3er Killstreak. 5 ist das nächste. Ich brauche noch einen. Nein! Oh, ich habe ihn gehört. Scheiße. Okay, Drohne raus. Alter Vater. Da kommt er mit seinen Fischstäbchen an. So, komm. Ah, die war da nicht gut eingesetzt. Oh. Moin. Da konnte er nicht mal schießen, Alter. Kann man hier? Kann man hier? Okay, so kann man durchschießen. Oh, scheiße. War ja klar. So, wollen wir mal nochmal die Pistole rausholen? Weiß gar nicht, wie die heißt. Manfred. Ich nenne sie Manfred. Gut, mit Manfred sollte man auch treffen. Sonst bringt ein Manfred nichts. Jawohl, Headshot. Und den treffe ich natürlich, ne? Ihr wollt mich doch verarschen. Weißt du, da stehen sie mit dem Rücken zu mir. Ich muss eigentlich nur gut zielen, bin aber ein bisschen nervös. Deswegen ziele ich wie eine alte Oma. Und den treffe ich, weil ich da reinspringe. So, Bombardement. Ja. Alter Vater, ey. Alter! Auf einmal kommen die da zu viert rein. Spinne! I think I spider, Alter.
Ah, knapp verloren. Jupp. Ich finde die Zeitlupe voll geil. Bäh. Ja, der hat gesessen, würde ich sagen. Beziehungsweise die. Die Granate. Besiegt. Vielleicht wäre die Anwendung einer effektiveren Strategie ratsam. Was? Nö. Glaube ich nicht. Okay, Vierter. Nicht auf dem Treppchen. Schade. Aber eine 1er KD. 17 Kills bestätigt. Ja, gut. War nicht meine beste, aber... Naja, momentan eigentlich so im normalen Bereich bei mir, was ich hier momentan so spiele in der Beta. Auf jeden Fall bekomme ich hammer viele Schlüssel. Holy shit. Okay, gut, wir haben die Map gesehen, wir haben einen neuen Typen gesehen. Ja, danke. Ah, Moment mal, ich kann auch hier... Ach nee, geht das hier nicht? Okay, dann gehe ich mal einmal raus. Missionsteams, hier. Da kann ich jetzt nämlich auch die Orion-Initiative nehmen. Die nehme ich mal. Gut. Also man hat auf jeden Fall unterschiedliche Missionen bei den verschiedenen Teams hier. Sind ja auch Missionsteams. Und man bekommt dann auch unterschiedliche Sachen, würde ich sagen. Also man bekommt halt so... Keine Ahnung, was bekommt man eigentlich? man bekommt, glaube ich, auch Schlüssel oder sowas kann man da kriegen. Ist je nachdem, glaube ich. Da habe ich noch nicht so ganz durchgeblickt. Ach ja, snipen. Ich wollte eigentlich auch mal snipen. Wobei, das lasse ich wahrscheinlich lieber. warum ist das neu? Wollt ihr mich verarschen? Okay. Ich glaube, da zeigt ihr mir was Falsches an. Aber naja, kann ja mal passieren. Okay, was haben wir hier? Oh, halten Sie Dreieck für den Sturmgewehrmodus. Okay. Ja, die muss ich da mal austesten. Bin ich mal gespannt. Warum habe ich hier Minen drin? Ey, so. Gut. Ich verabschiede mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich wieder im nächsten Video. Tschüss.